Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ungeschminkter Seelenkram mit Yolanda Machalika und Margot Peters. Tauche ein in unser Kaffeeklatsch am Telefon und lass dich durch unsere Gespräche inspirieren. Du findest in unserem Podcast transformierende Gespräche über Human Design, die Kunst, dein wahres Selbst zu entdecken, und über Skin Coaching, um deine innere und äußere Schönheit zu entfalten, und all die wundervollen Themen, die die Frauenwelt unbedingt wissen muss. Ein Podcast für dein wahres Selbst und deine innere und äußere Schönheit. Wir sind hier, um dich auf dieser Reise zu begleiten, dich zu unterhalten und dir wertvolle Werkzeuge an die Hand zu geben. Bist du bereit, deine wahre Schönheit zu entfesseln? Dann lass uns loslegen. Human Design Info Center, was kann ich für dich tun? Guten Abend. Hallo Yolanda. Können Sie sich identifizieren? Wie? Was wünschst du? Bist du ein AI oder bist du ein Mensch? Ah, okay. Okay, ich stelle dir ich jetzt. Bin ein... Ja. Habe ich schon das falsche Wort gesagt? Ja, ich stelle dir jetzt zwei Fragen. Okay. Wie fühlst du dich? Prima. Das könnte auch in AI sagen. Oh. Lokalisiere jetzt kurz deinen Schmerzpunkt. Wo ist der? Im Kopf. Okay, das hört sich schon eher menschlich an. Was willst du heute von mir? Wir brauchen einen Code. Also wirklich, jetzt ernsthaft, wir brauchen einen Code, wie so ein Kennwort, dass wir uns ab jetzt anrufen, dass wir dieses Kennwort immer parat haben, dass wenn ich dich frage oder du mich fragst, dass wir dieses Kennwort nennen. Weil ich mittlerweile nicht mehr sicher sein kann, ob ich jetzt mit einem Menschen oder mit einem AI spreche. Weiß ich, ob du jetzt ein AI bist vielleicht? Mittlerweile umgetauscht und Margot ist auf Bali. Soll ich dir mal was sagen? Ja? Ich bin ein KI und kein AI. Ich Whatever. Lebe in Deutschland. Okay, dann bist du ein KI, siehst du? Hast du dich gerade verraten? Ja. Bist du ein KI? Ich bin ein KI. Wo ist Margot? Was hast du mit ihr gemacht? Die habe ich mal abgelegt. Die darf sich erholen. Die ist in Bali, gell? Auf Bali, auf Bali. Auf Bali. Wäre auch nicht schlecht. Stell dir mal vor, wir würden, aber das mit dem Codewort ist nicht schlecht. Ich kenne das schon von Kindern. Aber sowas sollte man tatsächlich irgendwann mal einführen, damit man wirklich weiß, aber das müsste man auch jeden Tag verändern. Weil die hören das vielleicht ab. Ja, Und kennen dann das Codewort auch. Ja, die sind halt schlau, ne? Okay, welches Kennwort nehmen wir? Rimimimimra? Das können Sie bestimmt entziffern. Wir nehmen was völlig, heißen? Völlig Banales, worauf niemand käme. Niemand. Ungeschminkter Seelenkram. Ungeschminkter? Genau, das sollte es sein. Sowas kommt nie jemand. Kein KI wird ungeschminkter Seelenkram einordnen können. Ja, aber wie kommst du denn bitte jetzt heute auf dieses Thema? Ich hatte jetzt einfach das Befürchten, dass du vielleicht schon längst ein KI bist oder einfach ausgetauscht wurdest und ich jetzt einen Podcast mit einem KI mache. Weil mittlerweile ja die Viecher immer schneller, neuer, menschlicher werden. Und irgendwann laufen die wahrscheinlich irgendwann zwischen uns beim Einkaufen, sitzen neben uns im Bus und wir raffen es nicht. Okay, das ist jetzt völlig Drama. Das ist jetzt mein Ding, Kopfkino. Aber stell dir mal vor, in 20 Jahren ist es so. Ich nehme an, dass es so sein wird. Und für uns, und dann ist es für uns aber auch schon wieder normal. Ja, aber wenn ich dich anrufe und dann aber jetzt eine Stunde mit dem KI spreche, ist doof, oder? Komisch, oder? Ja, also ich finde, so toll neue Erfindungen sind und auch, ich sag mal, dieses, mit was steigt man ein? Es ist, also ich kenne mich da wirklich nicht viel aus, wirklich. Da, ich bin so ganz am Anfang des Wissens.
Aber man fängt ja an mit diesem ChatGPT. Wow, cool, kann Texte schreiben, kann mir das und das zusammensetzen. Und dann habe ich tatsächlich in einem Radiosender, die machen so Podcasts, da haben die, also es war NDR Info, vermutlich auf BR Info läuft immer die gleiche Geschichte, aber ist egal, es war auf NDR Info, ein Podcast. Da haben die vor einem halben Jahr mit ChatGPT das Abitur gelöst. Und dann wurden halt also die Aufgaben gestellt und Lehrer haben das, also richtige Menschen haben das dann korrigiert. Und da war es so, dass es in manchen Fächern gut war und in anderen, ich sag mal, eine 4. Also so ganz genau kann ich es nicht wiedergeben, aber so Pi mal Daumen. Und ein halbes Jahr später haben sie das Gleiche wieder gemacht. Die gleichen Aufgaben wiedergestellt. Und da war es dann so, dass durchwegs die Noten zwischen einer 1 und einer 2 waren. Also diese künstliche Intelligenz, ich glaube, das war dann 4.0 oder wie man das nennt. Das kann man ja dann nur, wenn man es kauft oder sich bucht, haben. Aber die hat so schnell gelernt, dass, genau, dass du innerhalb von einem halben Jahr deinen Notendurchschnitt sozusagen also halbiert hast, oder wie soll ich denn das nennen? Also von einer 4 auf eine 2 gekommen bist. Ah, scary. Das finde ich schon super spannend. Und wenn das so, also zum Beispiel jetzt, weil wir jetzt gerade bei der Schule sind, Schulen müssen ja da völlig neu umdenken. Weil wenn die ja da an ihrem Laptop hocken und dann alles eingeben, es wird ja teilweise schon damit gearbeitet, weil man kann es nicht mehr weglassen, weil die Jugendlichen schreiben damit ihre, keine Ahnung, wie man das nennt, im Gymnasium, ihre Aufstellung und dann über 10.000 Seiten, was da, ich weiß nicht, kennst du dich da aus? Okay, meine Tochter musste sowas machen, aber mir fällt der Name trotzdem nicht ein. Also ich weiß es Aber nicht. guck, das ist es ja, also was meine naive Befürchtung, was ich, wenn wir jetzt hier wir brauchen Experten, ja, aber meine naive Befürchtung ist einfach, dass wir verdümmen, wenn wir schon nicht längst in der Verdümmung drin sind, weil wir müssen vielleicht nicht mehr arbeiten körperlich. Das ist eine coole Idee, dass der Mensch einfach jetzt andere Aufgaben übernimmt. Aber die Idee, dass dieses KI auch unser Wissen und unser Gehirn übernimmt, macht mir Sorge. Ja, vor allem es lernt so schnell. Ja. Und das ist wirklich, weiß nicht, mir fällt da eben der Titel leider jetzt auch wieder nicht ein. Sollte er mir noch irgendwie über den Weg laufen, werden wir es später unter den Podcast schreiben. Das war ein Film, der ist sicherlich 12 Jahre her, 12, 14 Jahre. Der ist damals auf Arte gelaufen. Und da ging es auch darum, dass halt eben, du hattest diese Puppen, die Chips bekommen haben und dann waren sie entweder deine Liebhaberin oder es war einfach nur ein Spielgefährte für Kinder. Also von ganz harmlos zu spannenderen Themen. Aber man konnte sie ausstöpseln, also man konnte den Schalter umschalten und dann waren sie aus. Aber irgendwann mal haben die so gelernt, dass sie sehr menschlich waren und dann gar nicht mehr unterschieden werden konnten. Und da wendete sich dann das Blatt. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr dramatisch, aber es war schon super spannend zu sehen, wie machtvoll plötzlich das war. Und jetzt, ich weiß nicht, war es in London, das haben sicherlich andere auch gesehen. Die sind so wie in Arbeitsklamotten, so silbernen Arbeitsklamotten. Du siehst es auch noch, die haben so wie Kopfhörer, also man erkennt sie sehr gut, aber die Mimik, wenn die dich angucken, das ist nicht mehr so wie früher in so einer China-Ausstellung, ne? Wenn man die so roboterhaft, sondern die laufen wie Menschen. Das Einzige ist, wenn sie aufstehen, merktest du, okay, das ist jetzt kein weiches Aufstehen. Aber die gucken dich an, als wenn sie durch dich durchgucken. Und das Spannende ist ja, die gucken ja nicht weg, weil sie ja keine Emotionen haben, während andere Menschen ja weggucken. Ist es so, dass die dich echt durchdringen? Und ja, die sind dann in ein Restaurant mit denen gegangen, also sind geleitet worden oder programmiert worden. Und wo ich mir denke,
Boah, ist das krass. Und irgendwann Hm. mal schickst du dein Kind nicht mehr mit einer Freundin los, sondern halt mit so einem KI-Roboter zum Spielen. Ja, und ich mache auch momentan so Spaß, das wäre ja auch geil, so ein Roboter zu haben, der Gassi geht. Weißt du, ich denke so, okay, wir müssen jetzt wieder Gassi. Ich meine, ich Bei liebe. schlechtem Wetter. Ja, das ist, ich meine, das ist die Auszeit schlechthin, ja. Das ist das Beste, was man machen kann. Aber genau, schlechtes Wetter, es regnet. Das wäre schon cool, wenn der mal so eine Stunde Gassi geht, die Hunde bespaßt und wiederkommt. Ja. Aber ich will mich damit noch nicht anfreunden. Ich bin zwar ein bisschen langsamer immer, wahrscheinlich Projektor-Ding, aber ich will mich damit einfach noch nicht anfreunden, dass wahrscheinlich er nicht nur die guten Sachen vom Menschen übernehmen wird, wie gesagt, dass wir nicht mehr arbeiten müssen körperlich, sondern auch wirklich, wie du sagst, mit dem Alltag mit uns leben wird und sich das so vermischt. Also das ist wahrscheinlich, weil wir es noch nicht kennen, aber ich finde es nicht gut. Ich mag da nicht dran denken. Ich finde es auch schwierig. Und vor allem, warum sollte körperliches Arbeiten nicht gut sein? Also weil du Genau. jetzt halt das körperliche Arbeiten auch sagst. Das heißt, wir würden ja dann noch träger teilweise werden. Genau. Und Ja. wenn alles, ich meine, natürlich verstehe ich, es gibt Dinge, die auch jetzt ja schon natürlich von einem Kran gehoben werden. Früher haben die Menschen das alles mit der Hand gemacht. Das hat viele, viele Menschenleben gefordert. Ich denke mir das immer, wenn ich diese, Pyramiden. genau, oder wenn ich Kirchen sehe, wenn ich denke, wie viele Jahre haben die an so einer Kirche gebaut? Kennst du das Buch Die Tore der Welt? Ja, genau. Ah, meiner Lieblingsbücher. Ich meine, wie viel haben, wie lange haben die an dieser Kirche gebastelt, die dann wieder eingestürzt ist und dann wieder gebastelt und ja, total. Ja, gut, solche Dinge, klar. Also jetzt haben wir ja schon Maschinen, das ist ja schon. Aber Genau, das aber wären ja keine Maschinen, das wären ja menschenähnliche Wesen, die uns übernehmen werden im Sinne von, die werden uns kopieren. Das heißt, diese, wie du erzählst gerade, dass sie so leeren Blick haben, das wird sich sicherlich auch nochmal so übelst wandeln, das können wir uns gar nicht vorstellen. Kennst du die von iRobot mit Will Smith? nee, kenne ich nicht. Okay. Den kennt aber wahrscheinlich jeder, der mal ins Kino gegangen ist, weil der ist nicht so ururalt und super berühmt. Da ist ja auch, da hat er ja den Roboter, das ist ja so sein Helfer und irgendwann wird der Roboter aufmüpfig, weil er lernt, Emotionen zu spüren. Das heißt, er spürt plötzlich Wut, Liebe, Ärger und will ausbrechen, will kein Roboter mehr sein, will fühlen, will ein Mensch fühlen. Und dann schmettert alles nieder, bringt Leute um, weil er einfach, ne, Emotionen hat. Roboter, daran muss ich immer denken. Ja, aber ich glaube, man kann uns jetzt für nennt man das Hypochonder halten, Total wie hyperhonda, aber wir sind auch sehr naiv in dem Thema. Ja, wir sind ja jetzt nicht irgendwie technisch da drin, aber jetzt rein menschlich. Oh, nee, macht mir das schon ein bisschen Sorge. absolut. Da fällt mir gerade was ein. Wir lassen es dann später zu den, aber das, ich vergesse es sonst. Wenn, das ist für mich wie beim Human Design Reading. Da gibt es ja Programme, da gibst du nur das Datum ein und dann kommt das fertige Reading raus. Dann verkaufe ich das und alles ist supi. Aber das ist so, weißt du, das ist so 0815. Das hat nichts Persönliches mit der Person zu tun. Aber es ist ja schon da. Aber stell dir vor, jetzt in deinem Job, du arbeitest ja wirklich körperlich am Menschen. Und irgendwann mal bist du nur noch da und schaust zu, wie deine Susinella die Massage oder ne, Gesichtsmassage macht, die du früher gemacht hast. Ja, das wär, persönlich wäre mir das ja recht. Das Problem ist, das wandelt sich ja jetzt schon extrem. Ich glaube, das wird nämlich der nächste Schritt sein, dass die auch diese Dinge übernehmen, die KIs. Es wandelt sich ja jetzt auch in meinem Beruf extrem. Erstens gibt es kaum noch junge Mädchen, die das machen wollen. Aha, okay. Weder, also alles, was ein Handwerk ist, ist vorbei. Habe ich jetzt da tatsächlich nicht gedacht, dass es in der Kosmetik auch so ist. Total, also will niemand mehr machen.
Also der Beruf wandelt sich auch extrem zum weniger anfassen, mehr sprechen. Ist ja bei mir auch so. Und ich glaube, dass das definitiv ein nächster Schritt für diese Branche sein wird, für die Handwerkbranche definitiv sein wird, diese kleinen KIs da einzusetzen, die diese Handwerksarbeiten machen. Auch eine Massage oder eine Behandlung oder ein Haarschnitt ist definitiv mit dabei. Krass, Ja, total. Aber ich bin bin ich mir für. sicher, dass das jetzt schon die nächsten. Und jetzt überleg mal, wenn diese KIs dann rauskommen, die werden ja sicherlich nicht wie ein Angestellter 2000 Euro kosten, sondern vielleicht nur die Hälfte, wenn überhaupt was kosten werden. Ja gut, und wenn Werden er dann auch Kosten. 20.000 Euro kostet, aber dann hast du den in 10 Monaten abbezahlt. Genau. Also wir kommen da in so eine völlig andere Sphäre, die weg vom Menschen. Ist das jetzt eine Hilfe für den Menschen? Oder wird das der Untergang des Menschen? Ja, wird spannend. Wird spannend vor allem wirklich für junge Leute. So, weil ich sag mal, meine eine oder auch deine eine, wir können da noch ein bisschen kritischer drauf gucken. Aber ich sehe es ja schon, wie meine Kinder zum Beispiel Handy benutzen. Da ist überhaupt nichts mehr Kritisches. Das ist alles nur, es wird alles mit dem Handy gemacht. Vermutlich machen das 99% der Menschen inzwischen so. Und trotzdem ist es nicht selbstverständlich. Es ist genauso, wenn, also dann, um es fertig zu reden, für die nächste Generation, die jetzt geboren wird, für die ist es dann völlig normal. Die hinterfragen das ja gar nicht. Die werden dann sagen, wie konntet ihr früher ohne? Das ist so wie der Wechsel zwischen D-Mark und Euro. Ja. Teilweise ist es für mich, dass ich immer noch denke, wow, wenn ich das jetzt umrechne, dann ist das schon ganz schön viel. Für meine Kinder existiert die D-Mark gar nicht. Was ist denn das? Es kostet halt so und so viel Euro. Und wenn wir irgendwann mal, was ja vermutlich auch kommen wird, was ich persönlich nicht gut finde, wenn das Bargeld abgeschafft wird und es dann wie in den nördlichen Ländern halt nur noch mit Karte bezahlt wird, das ist für mich Kontrolle ohne Ende. Weil man weiß immer, wo man ist, was man gekauft hat. Und ist also voll unter der Kontrolle. Ja, sind wir aber jetzt schon. Sobald du ein Handy hast, bist du. Richtig, aber es ist so, es wird eben noch mehr. Und was ich sagen will, für die Jüngeren ist es normal, die hinterfragen das noch nicht mal, während vielleicht meine Generation noch sagt, macht das Sinn, ist es für die Normalität. Ja. Ja, absolut. Und klar. Und auch irgendwann eine Generation wird aufwachsen mit KIs und es wird normal sein, dass ein KI dein Freund ist, deine Freundin, dein Butler, dein Fahrer, dein Mitarbeiter, Arbeiter, was auch immer. Sicher, aber dieses Gefühl, weg vom Menschen zu gehen, anstatt dass wir wieder zurück zum Menschen gehen, gehen wir ja damit, finde ich, eher weg vom Menschen. Rein emotional finde ich das schon. Es wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte sein, aber für mich schwierig nachzuvollziehen. Aber ich denke, das Ding ist eh schon gelaufen. Es ist so viel meiner Meinung nach schon steht in der Pipeline, um in die Welt zu kommen, von dem wir noch gar nicht wissen. Also wenn wir was erfahren oder die Welt, dann ist das schon viel weiter ausgereift. Dann kriegen wir halt so das hin und dann kommt das nächste Häppchen. Und was mich wirklich, das ist mir so am Anfang so gar nicht so bewusst gewesen. Ich fand erstmal ChatGPT, habe mir gedacht, wow, cool, was für eine Unterstützung. Und dann halt eben diesen Podcast auch, ging es um die Stimmen, also Imitation. Es ist ja keine Imitation, sondern es ist ja die Kopie. Und wie krass würde es sein, nimm Politiker, egal ob man sie mag oder nicht. Aber man nimmt Politiker, die stehen und geben ein Interview und am Schluss haben die was ganz anders gesagt. Ja.
Wie können die nachweisen, dass sie damals was anderes gesagt haben, als das, was dann gesendet wird? Ja, und genau so wird es kommen. Das sind so die allgemein so, die befürchten. Und vor allem Internet. Das ist jetzt schon so undurchschaubar. Und jetzt kann man schon so viel Fake News machen und weiß das ich, Fake-Bilder. Ich meine, klar, Filter und Co. und weiß das ich. Aber dann wird es richtig heftig. Und das meine ich. Wo begeben wir uns hin emotional? Ich weiß, technisch wird es sicherlich viele Vorteile haben für viele Industrien, aber emotional, wo begeben wir uns dahin? Körperlich, fleischmäßig. Oh. Ja. Ist echt spannend. Ich will nicht sagen, dass es mir Angst macht, aber ich schaue es mir mit Sorge an. Ja, aufhalten wird man es eh nicht können, weil Nee. das Ding in der Welt ist. Die Frage ist nur, wird es irgendwann mal begrenzt oder ist es auch nicht mehr begrenzbar? Es ist nicht mehr begrenzbar, weil wir Menschen sehr gerne dazu neigen, zu übertreiben. Und das sieht man ja in vielen Hinsichten. Vielen. Und ich glaube, dass wir einfach kein Ende finden, weil wir immer was Besseres, Schnelleres, noch Geileres. Da kommt vielleicht Japan und hat das erfunden, da kommt China, da kommt das Land und hat noch was Schnelleres, Geileres erfunden. Da kommt der Elon Musk und weiß ich, das hast du noch nicht gesehen, wer. Ich glaube, dass wir da keine Grenzen mehr finden. Ich glaube, das geht jetzt richtig schnell und heftig los. Ja. In einer Zeit, wo wir, ich und du und viele andere Frauen, versuchen, zurück zum Körper und zurück zum Fühlen. Also wir werden auf jeden Fall Yin und Yang erleben bis zum Umfallen. Das Krasse bedeutet, Gegensätze. ja, ich denke auch. Ich denke, es wird sich ja verändern ab nächsten Jahr, dass die Frauen mehr Power bekommen, aber in der Form, dass sie weicher wieder werden. Da fällt mir gerade so ein, das ist so wie in den 80er Jahren, als man die Klamotten hatte mit den Schulterpolstern, damit man Hauptsache breite Schultern hatte, so weg von diesem zärtlichen, zarten und ja, so. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es halt eben wieder mehr zurückgeht oder auch halt einfach nötig ist, weil wir waren ja jetzt männlich und stark genug und irgendwann Wir mal ist mussten. der Peak erreicht. Wir mussten. Wir Ja. mussten. Also jetzt auch, wenn Männer hier zuhören, es tut mir leid, aber wir mussten. Wir hatten nicht wirklich die Wahl, super weiblich und super zurück zum Kind zu kehren. Wir Männer sind, die Männer sind ein bisschen nicht männlich gewesen. Genau, aber wir, muss man auch ehrlich sagen, wenn Frauen so maskulin handeln, geben den Männern auch nicht die Chance, Männer zu sein. Das Richtig. heißt, wenn ich immer, ich mache alles, ich tue alles, ich kann alles, wen brauche ich denn dann noch? Wie soll sich ein Mann fühlen, wenn eine Frau wirklich immer alles kann? Und wir können ja inzwischen alles. Und das ist auch in Ordnung. Und trotzdem darf man sich dann nicht beschweren, wenn die Männer weiblicher werden oder weicher werden, weil sie nicht mehr wissen, ja, wo ist denn jetzt, egal was sie machen, es ist eh immer falsch. Halten Richtig. Sie die Tür auf, ich kann es alleine. Halten Sie die Tür nicht auf, hältst du mir die Tür nicht mehr auf? So, weißt du, es ist egal, was Sie tun. Sind Sie zu viel Papa? Sind Sie zu weich? Gehen Sie nur in die Arbeit, dann kümmern Sie sich nicht richtig ums Kind. Kannst ja auch dito für Frauen nehmen. Aber jetzt, ich sage mal, die Frau bekommt ja das Kind. Das ist nicht veränderbar. Außer man hat eine Geschlechtsumwandlung gehabt und ist trotzdem körperlich eine Frau geblieben. Aber ich finde, man hat es den Männern auch irgendwann mal echt schwer gemacht. Ja, aber man muss überlegen, ich habe eine ganz andere Sicht dazu. Und zwar, wenn wir Frauen so vorangegangen sind, und ich bin sicherlich eine davon, die gesagt hat, hier Frauenpower und die Frau kann alles selbst machen, definitiv. Welche Männer haben es zugelassen und welche nicht? Das ist nicht unsere Schuld. Wenn wir powern wollen, wenn wir auf unsere Rechte powern wollen und Job und Kind und alles hupen wollen, da muss der Mann doch standhalten. Haben Sie das?
90% nicht. Oh mein Gott, die Männer. Wir werden jetzt so einen Shitstorm bekommen. Ja, sorry, Männer. Entweder ihr habt den Stand gehalten. Ich habe einen Mann zu Hause, der hat den Stand gehalten. Absolut. Der hat mich zwar machen lassen, der ist aber immer noch der männliche Part. Und ich kann mich bei ihm immer fallen lassen, egal wie viel Frauenpower ich am Tag mache. Und ich bin wirklich den ganzen Tag am Powern und wirklich die ganze Zeit am Entscheiden und zu führen. Haben die Männer das nicht durchgehalten, ist es eure Schuld, sorry. Also das sind nicht wir Frauen, Entschuldigung. Aber wir kommen jetzt in eine Ära, wo die Frau wieder weicher sein darf, aber die Männer bitte auch wieder Mann sein, beschützen, halten, führen. Danke. Genau, und nicht unterdrücken, Und bitte. nicht unterdrücken, genau. Ja, daraus ist es ja entstanden. Wenn du Werbung dir anschaust von 1950, ich habe gestern erst was gesehen, da ging es um eine Schallplattenproduktion. Es war Werbung für Schallplattenproduktion. Und diese einfache, dumme Arbeit, das können nur Frauen machen, weil für diese einfach, wirklich, ich schicke dir das mal, wenn ich es wieder finde, weil für diese einfachen, stupiden, also ich sage es jetzt mit meinen Worten, für diese einfachen, stupiden Dinge sind Frauen perfekt, weil sie abschalten können. Sie sind dann nicht mehr geistig mit dabei bei dieser Arbeit, sondern sie haben die Möglichkeit abzuschalten. Und das können natürlich nur Frauen. Und deswegen waren Frauen Oh. damals gut genug, um Fließband dumme Arbeiten zu machen. So wurde das erklärt. Ja, aber Oder, das erzählt. nee, und das andere ist ja, wenn du siehst zum Beispiel auch, als Frauen angefangen haben, Auto zu fahren, wenn man heute so, der siebte Sinn hieß es früher, das gibt es ja heute schon lange nicht mehr, aber gab es den siebten Sinn. Und da war so, ja, eine Frau gehört nicht ans Steuer, die ist irgendwie, die sind zu doof, Frauen können nicht einparken. Und das haben die gesendet. Und dass dann irgendwann mal die Frauen aufstehen und sagen, hey Das Leute, meine ich. Das meine ich. Also es ist ja. ja dieser femininen Ära ist ja was vorausgegangen, warum wir dazu gekommen sind. Aber bei Männern ja genauso. Und es ist ja, also rein energetisch wissen wir es ja alle so und so viele Jahre, alle 20 Jahre ändert sich das ja. Aber wir sind nicht aufgestanden, haben gesagt, oh, jetzt machen wir richtig Frauenpower und sind hier die Männer. Ich meine, hallo? Absolut. Jetzt überleg mal, wann die Frauen das erste Mal wählen durften. Das war in den 60ern, also ich bitte dich. Ja, das sind so Dinge, die noch nicht so lange her sind. Also lass uns mal jetzt hier die letzten 20 Jahre Mann gewesen sein. Deswegen hatten wir auch eine Kanzlerin, 16, 17 Jahre. Das kommt nicht von ungefähr. Ja? Das sind schon Energien, die genauso sein sollten. Aber jetzt kommen wir ins Weiche. Und liebe Männer, falls Männer zuhören, wenn ihr nicht Mann sein könnt in den nächsten 20 Jahren, dann haben wir KIs. Dann holen wir uns männliche KIs. So. Und das wären dann Männer. Oh, die sind so krass da. Und die Nein, sind richtig. weißt du, das Coole ist ja dann, oh, schau mal, wie krass Alle. das schon wieder ist, die kannst du so programmieren, wie du willst. Genau. Da musst Genau. du dich nicht damit Das rumstreiten. Sag dir ist irgendwas Komisches, wird der Stecker gezogen. Oh mein Gott, das ist es. Warum reden wir so lange drumherum? Wir kreieren uns KI-Männer. Ah, Moment, jetzt kommt's. Erstens, die richtig geil aussehen. Ja, da fällt mir gerade was ein. Sixpack und ne, Knacki-Puppi. Ne, alles vorne und hinten, genau. Dann nicht so viel reden, aber wenn, dann wirklich klug reden. Intelligent reden, aber nicht so viel. Sonst kommen wir nicht zum Reden. Sonst kommen wir nicht zu Wort und wir sprechen sehr viel. Überlegt mal, wir kommen aus der feministischen Ära. Okay, dann, was muss er noch können? Eigentlich, alles andere können wir ja auch, aber der muss halt uns beschützen, stark sein, uns aufhalten, also aufhalten sollen, halten können. Ja, der muss toll in der Ein Familie sein. toller Papa. Genau. Gentleman ohne Ende. Tiere lieben. Oh ja, mit denen spazieren gehen. Ganz viel spazieren gehen, uns halt Rückenmassage. verwöhnen, genau, uns verwöhnen. Fußmassage. Ja. Okay, was gibt's noch Schönes? Vor allem wirklich gut aussehen, ja, das ist das A und O. Ja. Und jetzt kommt sie in den Kommentar und wie schaut ihr aus? Schaut ihr Genau, an? seid ihr voll hässlich.
Aber schau mal, jetzt sind wir von der KI zu dem Männerbild gekommen. Ja, aber das ist es doch. Wenn das der Sinn und Zweck sein sollte, dass man sich seinen perfekten Partner kreiert, dann werden viele, viele sich umgucken und tolle Partner kreieren. Aber was glaubst du, wie schwierig das dann auf dem Wohnungsmarkt wird? Ach so, noch mehr Noch Menschen. mehr Menschen. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Menschen als Partner habe, sondern jeder Mensch hat einen KI-Partner, der auch nicht widerspricht, den kann man einen Stecker ziehen und so, du weißt schon, Eben. dann brauchen wir ja noch mehr Wohnungen. Ja, aber so ein KI, der braucht doch nur eine Steckdose. Ist ja wurscht, aber die Menschen brauchen ja jeweils eine Wohnung. Das heißt, es gibt ja vielleicht weniger Paare zwischen richtig Mann und Frau. Die, ne? Die haben, stell dir mal vor, du und dein Freund, ihr lebt jetzt plötzlich getrennt mit jemand KI. Jetzt belebst du eine Wohnung. Aber vielleicht macht man dann mehr WGs. Oh Gott, jetzt wird's doof. Ich glaube. So wie in den, weiß nicht, wann waren diese Communities so in den 50er, Den 60er? 70ern. 70er, sorry, ja. Hippies. Hippie. Die Genau, das Hippie-Community. ist Free Love und Ja. was weiß ich. 68er ging es los, glaube ich. Ja. Was ja auch eine geile Zeit war. Genau. Also meine Zeit, ich bin 79er, aber. Genau, das ist dann Hair, das Musical. Good morning, Sunshine. Ne? Und so weiter. Ja. Und jetzt stell dir vor, wir gehen zum Musical und das sind auch nur KIs. Das sind keine Das Menschen mehr. ätzend. Ja. Stell dir mal, aber jetzt, stell dir mal Ist vor, selber schlimmer. stell dir mal vor, stell dir mal vor, es wäre wirklich so. Und dann früher ist man ja früher jetzt, also jetzt geht man ja zum Bühnenausgang, wenn man Schauspieler oder ganz Musicalstars ganz toll findet und wartet, dass sie rauskommen. Und dann gehen die Menschen hin und warten, dass solche Computer raus, also solche Roboter rauskommen. Ja. Die müssen gar nicht mehr rauskommen. Stell dir mal vor, du kriegst doch nicht mal ein Autogramm, weil die können ja einfach dort bleiben. Die müssen nicht mehr nach Hause und essen. Na, die müssen an die Steckdose. Die müssen nur an die Steckdose. Aber wahrscheinlich werden die so eine Akkus erfinden, so wie beim, keine Ahnung. Die Du müssen meinst, die wollen auch in ein Zuhause gehen? Kabel, WLAN. Wir haben alle WLAN. Also wie ihr seht, ihr Lieben, Oh mein der, Gott. den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Ja. Hätte mich ja interessieren, was andere so darüber denken und was für Fantasien die so haben, wo man Ja. KIs gut einsetzt oder sinnfrei einsetzt. Ja. Ja, und dafür muss man kein Technikfreak sein, weil, wie gesagt, wir sind jetzt keine technisch begabten, bewanderten Menschen, aber rein emotional, was macht es mit euch? Genau, um zum Anfang zurückzukommen, ist es ja wirklich, wie geht man, wie du so schön sagst, emotional damit um? Kann man das wirklich gut mit sich ausmachen, wenn das so irgendwann mal so eins zu eins vielleicht miteinander lebt? Spannend. Ja. Oder man, ganz kurz, man kreiert sich halt so ein KI, der einfach so aussieht wie man selbst. Und der geht dann nur noch für dich raus und einkaufen und macht so deine Sachen und du hockst halt zu Hause und führst ihn dann per Computer oder so. Er agiert praktisch so das Leben für dich und du hockst dann zu Hause und chillst. Und wirst halt immer dünner, weil keine Muskelkraft mehr, weil wir müssen ja nicht mehr laufen. Der Mensch. Die Gliedmassen werden zurück amputiert praktisch. Du hast dann keine Hände mehr und keine Füße, weil du brauchst ja nicht mehr laufen. Bist dann nur noch so eine Wirbelsäule. Okay, jetzt geht's. Wie so ein Fisch. Müssen ja nichts mehr machen. Das heißt, wir werden wieder ein Einzeller, oder wie heißen die? Ja. Qualquappe oder wie heißen die da? Genau, die damals aus dem Meer kamen und sich entschieden haben, ein Mensch zu werden. Und das ist der Untergang der Menschheit. Das würde vermutlich der Welt aber gut tun.
Ja, aber dann haben sie die KIs. Die Aber dann werden sind wir wahrscheinlich nicht mehr da. Nee. Ach ja, okay, das war jetzt etwas ein anderer Podcast als normalerweise und trotzdem ist es ein Thema, was wirklich sich ganz interessiert angeguckt werden darf. Auch wenn es jetzt hier ein bisschen lustig rüberkommt, glaube ich, nee, weiß man, dass es nicht stoppbar ist und es wird einfach vieles verändern. Und so wie wir jetzt sitzen, was in 10 Jahren ist, wenn wir zurückgucken und sagen, aha, da sind wir vielleicht noch selber gesessen. Heute lassen wir einfach unsere Stimmen laufen und die KI kreiert ganz tolle Podcasts. Das wird sicherlich möglich sein. Da gibt man ein, mach eine Unterhaltung über keine Ahnung was und dann machen die das einfach aus unseren Stimmen. Ja. Das ist schon irgendwie krass, aber nicht im Okay. Positiven. Wollen wir jetzt die Wahrheit sagen? Wir sind KIs. Wir sind nicht echt. Wir sind schon die KIs, die jetzt auf die Welt losgelassen werden. Oh ja. Geschminkter Seelenkram-KI. Ja, es ist schon spannend. Aber ihr Lieben, mich würde tatsächlich interessieren, wie empfindet ihr die KI? Wie empfindet ihr das, die Vorstellung, dass Roboter euch irgendwann mal bedienen in irgendwelchen Restaurants? Gibt es ja schon. Wie ist das für euch? Wie wäre es, im Krankenhaus zu sein und die Pflegekräfte sind keine Menschen mehr, weil es einfach zu wenig Pflegekräfte gibt? Es sind nur noch Roboter, die euch pflegen. Was macht das mit euch? Wie teilt das mit euch, mit uns, nicht mit euch? Teilt das mit uns? Diskutiert mit uns darüber, wenn ihr ganz anderer Meinung seid, weil das ist auch wichtig, andere Meinungen wahrzunehmen. Und ja, wenn ihr unsere Lebensdiskussion über KI und wie heißt es im Englischen? AI. AI, genau. Also sie ist nämlich, die Yolanda ist die amerikanische Version und ich bin die deutsche Version der KI. Sie ist die AI und ich bin die Yes. KI. Yes. Yes. Ich habe den Faden verloren, was ich vorher gesagt habe. Weißt du das noch, was ich gesagt habe? Nein, mich Warum würde. bin ich zugehört? Ich bin ein KI, ich war jetzt gerade woanders. Für mich stellt sich immer noch die Frage an alle Ladies, was hält ihr von der Idee, wenn wir uns die perfekten Männer kreieren? Du schon wieder. Also auf Instagram könnt ihr uns folgen, mitdiskutieren. Ihr könnt uns auf Spotify finden. Auf YouTube. Auf YouTube. Und wisst ihr, was das Spannendste ist? Weißt du es, Yolanda? Sicherlich nicht. Es ist immer der gleiche Name. Ungeschminkter De-de-de-de. Also, ihr Lieben, diskutiert mit uns, teilt den Podcast. Wenn ihr ihn irgendwie witzig, interessant oder spannend fand, bitte teilt ihn, weil das dürfen noch viel, viel mehr Menschen auf dieser Welt hören, wie zwei ganz coole Frauen drüber sinnieren, was KI in Zukunft bringen kann. Und ich will die Meinung von anderen hören. Ich will wissen, was die Ladies denken. Ja. Männer dürfen auch mitdiskutieren, aber. Das stimmt. Also einen kenne ich, der wird ganz sicher was dazu sagen. Da bin ich schon sehr gespannt. Ja, ich auch. Wir haben also wirklich einen ganz treuen männlichen Follower und ich finde das so krass und so cool. Mit ihm bin ich immer wieder im Austausch und ich liebe es. Der ist echt krass. Also auch ihr lieben Männer, solltet ihr hören, weil wir haben nämlich auch Follower auf Instagram, die männlich sind. Bitte redet mit uns. Und ich denke, wir werden jetzt unser KI-Bild mal reinstellen, damit die Leute wissen, wie wir aussehen. Wir werden bald reell uns zeigen. Wir werden bald Fleisch und Blut. Momentan sind wir nur Stimme und Intelligenz. Intelligenz, das ist gut. So, ihr Lieben, also danke fürs Zuhören. Jetzt könnt ihr rätseln, sind wir echt oder nicht echt? Das ist hier die Frage. Dir, liebe Yolanda, danke für deinen Anruf. Danke. Bitte.
Und über was reden wir das nächste Mal? Wir werden es erfahren. Viele Themen. Okay. Also, mach's gut. Ciao. Bis dann, tschüss.